Nerd Podcast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Just Bring It Podcast. Ich befinde mich hier auf meiner Finca in Griechenland, wie ihr sehen könnt. Ich habe heute eine Mütze auf, nicht weil das irgendein Trademark ist, sondern weil ich echt ein Bad Hair Day habe. Aber ich mache jetzt keinen Glatzenwitz, aber trotzdem herzlich willkommen an dieser Stelle. Der amtierende WXW Unified World Wrestling Champion Lawrence Roman ist heute bei mir zu Gast. Hallo Lawrence, ich grüße dich. Hallo, ja, ich wollte gerade sagen, Bad Hair Day, sprichst du vielleicht mich schon an. Ich habe es immer leicht, ich habe es immer einfach, aber wie gesagt, ja, mit Mütze geht auch. Es ranken sich auch Gerüchte, dass du mal ein Match in Bielefeld hattest und warst kurzfristig der Flusenmann. Das muss ich jetzt mal aufnehmen hier. Ja, tatsächlich, ja. Das hatte an dem Vorhängen zu tun, dass man immer, wenn man nach unten geht, Richtung Ring, dass man da, wenn man gerade ganz kurze Haare hat, da sich immer irgendwie was mit einfängt und dann, ich wusste gar nicht, wo es herkam und dann, als dann irgendwann beim, ich glaube, aus dem Ring rausgehen, nach oben wieder Richtung Backstage-Bereich, bin ich wieder rangekommen und ich glaube, Nick Schreier hat gesagt, du bist voller Flusen, gerade noch mit dem Schweiß. Und ich dann so, ah, da kommt's her. Ich muss sagen, ich habe ja in Bielefeld, wir haben uns ja im Vorgespräch schon mal so ein bisschen über verschiedene Wrestling-Venues unterhalten. In Bielefeld ist er die beklopptesten Chants, aber der Flusenmann, ich hatte Lachkrampf. Ich muss es dir ehrlich jetzt mal einmal persönlich sagen. Ich konnte mich nicht auf das Match konzentrieren, weil irgendwer fing an zu chanten, ohne Flusen hast du keine Chance. Wie bleibt man da ernst? Kreativität ist keine Grenzen gesetzt. Ne? Das ist das Schöne im Wrestling, sei es von Wrestler-Seite, sei es von Fan-Seite. Das ist immer das Wunderbare dran. Wie bleibt man da ernst? Ich glaube, in dem Moment hat man immer mit dem Match zu tun. Da ist voller Fokus natürlich bei der Action im Ring. Aber hinterher fragt man sich dann schon und hat dann auch den einen oder anderen Lacher auf jeden Fall. Genau, ja, ich komme halt da drauf, weil das ist halt auch so ein bisschen so dein Stil, der dich aushält. Du wirkst immer sehr fokussiert, immer voll auf die 12, voll aufs Ziel. Ist das so, wenn man jetzt so, ich frage immer gerne nach Charakterzügen, ist das so ein Charakterzug von dir außerhalb des Rings oder spiegelt das deine Persona oder das Gegenteil deiner Persona wieder? Wie würdest du dich da einordnen? Ganz, ganz unterschiedlich. Also tatsächlich bin ich immer jemand ganz oder gar nicht. Ne? Das hat sich in meinem Lebensstil schon immer irgendwie niedergeschlagen. Ich bin, wie gesagt, selber straight edge. Ne? Das heißt, war für mich auch immer kein Alkohol, keine Drogen, kein nichts, ne? Ganz oder gar nicht. Ne? Nicht irgendwie so, ja, mal hier ein Bierchen da. Hätte man ja auch sagen können. Ne? Wie sagt man, verantwortungsbewusster Umgang mit den Themen. Für mich war es ganz oder gar nicht. Ne? Gerade auch natürlich Beeinflussung von einem Wrestling-Kindheitsheld. CM Punk ist natürlich auch noch mit dabei und der generell der ganzen Musikszene in dem Bereich Hardcore und Punk. Aber generell war ich immer schon ganz oder gar nicht. Und das heißt, ich bin da voll immer bei der Sache dabei. Natürlich das gute Handy, die ganzen Einflüsse von Social Media lassen einen öfters mal schnell irgendwie zwischen drei verschiedenen Themen zwecks Arbeit, zwecks Wrestling, zwecks Trainingsgestaltung bei uns im Sportcenter. Da gibt es so viele Themenbereiche, wo man extrem flexibel sein muss mittlerweile. Aber trotzdem bin ich immer jemand, der irgendwie sich immer 100% auf die Sache konzentriert, die gerade aktuell ja relevant ist beziehungsweise passiert. Du sprichst das gerade schon so schön an, du sagst halt bei mir im Sportcenter und Beruf und so weiter. Ist es denn schwer für dich so, ich gehe mal davon aus, dass Wrestling jetzt nicht dein Brotjob ist, dein Hauptbrotjob, ist es schwierig für dich, das mit deinem normalen Brotjob in Einklang zu bringen oder hast du dir da Möglichkeiten geschaffen, dass es funktioniert? Ja. Tatsächlich auch hier wieder so ganz oder gar nicht. Natürlich könnte man sich eine Arbeit suchen, die zum Beispiel auch auf meinem Feld, was in der, sagen wir mal, im wirtschaftlichen Bereich, in der Sportbranche stattfand, das Studium, könnte man sich natürlich auch in dem Bereich suchen, ne, und da irgendwie Erfüllung oder sozusagen auch eine eigene Zielverfolgung irgendwie anstreben. Für mich ist aber auch so, für mich ist ganz klar Wrestling Priorität. Das heißt, auch mein jetziger Beruf ermöglicht mir dankenswerterweise eben remote europaweit zu arbeiten. Das heißt, ich bin hier auch in der Position, auch Wrestling-Bookings überall wahrnehmen zu können. Das macht mir oft Anreise, Abreise auch wesentlich leichter. Und ich bin dankenswerterweise in einer Position aktuell, wo ich mir das eben sozusagen erlauben kann. Und auch hier die Jobwahl aktuell
liegt auch dann der Entscheidung, Wrestling natürlich als Priorität zu setzen, zugrunde. Ja. Das ist doch super. Also mehr geht doch eigentlich nicht. Also kannst du quasi so das Beste aus beiden Welten miteinander verbinden, ne? Richtig, auf jeden Fall. Und tatsächlich in Europa oder Wrestling Europa 2024, ja, erfordert tatsächlich oftmals noch einen echten Job. Ich sag mal so einen echten Job, ne? Nicht, ist es, nicht immer ist es Berufung, ne? Beruf, für mich ist Wrestling mein Beruf und meine Berufung. Aber natürlich einen, ja, für einfach, ne, für die Sicherheit, dass man ein Netz hat, in das man fallen kann, ist einfach immer ein echter Job immer noch notwendig und auch gar nicht verkehrt. Stellt man europäischen Wrestlern die Frage, und ich habe schon einige vor der Kamera vor Linse gehabt, das sagt hier jeder. Also das sagt jeder. Es gibt halt wenige Ausnahmen, und die eine Ausnahme, die es mal gab, die ist im Moment Unified Champion bei der WWE. Also Zum Beispiel. worüber reden wir? Richtig. So, also Vollzeit, das haben wir auf diesem Feld schon mal deutlich beackert. Jetzt hast du ja gerade so, was du richtig rauskristallisiert, ist ja sowas wie Passion, Leidenschaft, Hingabe. Ne? Und du hast gesagt, dass CM Punk dein Kindheitsheld war. War das auch jemand, der dich da zum Wrestling gebracht hat, oder war da schon früher ein Initialerlebnis? Tatsächlich war irgendwie der erste Kontakt mit Wrestling über Videospiele, SmackDown vs. Raw 2006. Und ich glaube, da war CM Punk noch nicht wirklich als Charakter aufgeführt. Es kam dann erst später, also erste Kindheitshelden waren John Cena und Shawn Michaels. Und gerade der Finisher Switch in Music hat mich damals auch der Videokonsole total angesprochen. Schneller, harter Tritt ins Gesicht, der andere geht K.O., was gibt's Besseres? Und CM Punk kam dann später erst, also tatsächlich dann war für mich ausschlaggebend die ersten, ich sag mal, Wrestling-DVDs, die ich mir damals gekauft habe. Im Müller-Drogeriemarkt gab es immer so eine, Stimmt, gab auch es dann so eine Niederecke kleine Handlung Wrestling-DVDs, wo ich mich damals noch schlecht gefühlt habe, weil die waren tatsächlich hinter den, ich sag mal so ganz ehrlich, hinter den Erotikfilmen kam Wrestling. Und hier war es tatsächlich so, dass ich dann mich immer dort vorbeischleichen musste und ich wollte ja nach außen zeigen, es geht mir um Wrestling und nicht um die Abteilung davor. Und habe dann sozusagen immer klar. ja, die Wrestling-DVDs gesucht. Und da gab es immer so Best-of. Und da Ja, war okay. eine DVD für 16 Euro mit 5 Matches. Ne? Total überteuert. Und da gab Ja, es mal heute, wenn John man guckt, die Cena. Ewigen heute, ja. Richtig. Und da gab es eben verschiedene DVDs. Und dann habe ich mir dort auch meine erste WrestleMania gekauft. So ein 4-DVD-Set. Und das war, glaube ich, dann WrestleMania, wo auch CM Punk den Money in the Bank gewonnen hat. Und dann ist man mit dem Charakter erstmal warm geworden. Man Ja. hat ihn gesehen, man hat ihn wahrgenommen. Dann die ganze Straight Edge Society, alles, was da später noch dazu kam, hat mich irgendwie total abgeholt. Und ich war generell schon über meinen großen Bruder im Bereich seichter Punkrock mit Blink-182, Green Day mit irgendwie dabei. Und dann ist irgendwie schnell der Switch dann auch gewesen Richtung eben generell auch dieser Thematik. Viele Anknüpfungspunkte da. Ne? Ich Richtig. bin in der Zeit groß geworden. Mein Kindheitsheld war Randy Macho Man Savage. So alt bin ich schon tatsächlich. Ja, Und das und sind verschiedene Generationen an Wrestling und an Wrestlern, die jeden geprägt haben. Ne, jetzt zum Beispiel ist eine ganz andere. Wie sagt man bei uns auch den Trainees, die so ein bisschen jünger sind, da sieht man auch, dass eine ganz andere Art von Wrestler zum Beispiel eben auch Vorbild, Inspiration ja. gewesen. Oh, das ist schon krass, wie da sich auch die Sachen verändern. Du siehst es ja nicht nur, sagen wir mal, nicht nur im Independent-Bereich, du siehst es auch im Mainstream-Bereich. Wer hätte gedacht, dass ein Daniel Bryan jemals vor 80.000 Leuten im Wembley-Stadion einen Titel gewinnt? Also bei aller Auf Liebe, jeden Fall. der Typ ist halt der Prototyp eines Indie-Wrestlers, eigentlich, wenn man ihn sieht. Aber er ist halt ein fucking Superstar. Er ist vielleicht aktuell der Beste, den es gibt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also. Trägt wahrscheinlich jetzt auch damit die ganze Company auf seinen Schultern. Ne? Damit habe ich die Daniel Bryan-Lobpreisung für mich in diesem Podcast auch abgehakt. Das mache ich in jedem irgendwie einmal versuche ich unterzubringen. Also im Moment, das hast du schön gesagt, das ist im Moment der für mich connected, weil der wirkt auf mich sehr real, was in dem, was er tut. Das ist alles so, es hat alles Sinn so. Es ist kein Nonsens, und trotzdem liebt der Show so. Das sind so kleine Details, das sind die Boxerzöpfe, das ist die Art, wie der kickt, das spricht mich halt an. Ne? Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass der gegen Nigel McGuinness kämpft, Alter, da. Was soll ich sagen? Ich muss sagen, ne, so oft auch gesagt wird, Wrestling ist natürlich ein harter, intensiver Sport und das kann man dem auch nicht wegreden. Ist natürlich vieles immer sehr künstlich erschaffen, auf jeden Fall. Klar. Und umso wichtiger, was du sagst mit Daniel Bryan,
und auch generell in der Charakterentwicklung, die wir auch bei WXW mit den Wrestlern haben, ist immer Authentizität. Ne? Das muss immer irgendwo gegeben sein. Und das macht dann Wrestling einfach auch zugänglich. Das macht dann auch Wrestling nahbar, wenn man sich identifizieren kann, wenn das authentisch ist, was da passiert in der Charakterentwicklung, sei es auch in dem Charakter selber. Und das ist halt eben die Magie davon. Und wenn du eben Daniel Bryan ansprichst, dann ist das genauso ein Charakter, der authentisch immer irgendwie zu sich selber war. Und ich denke, das setzt sich immer durch als eine oberflächliche, künstliche Darstellung von irgendeinem Charakterzug. Ja, nur es gibt ja auch so, es gibt auch so Wrestler zum Beispiel, die sehr flashy sind. So, weil wir reden jetzt die ganze Zeit, du bist ja auch eher so ein technischer, sehr fokussierter, sehr, 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 sagen wir mal, wie drücke ich das aus, sehr. Ja, nicht basic ist ein falsches Wort, sehr puristischer Typ, würde ich mal sagen, so von deinem Wrestling-Stil her. Kannst du denn mit so flashy Sachen wie zum Beispiel jetzt extrem bei so einer Wyatt Six, kannst du da was mit anfangen oder siehst du das und denkst, ich muss sagen, solange es mich unterhält, ist es für mich wunderbar und hat seinen Platz verdient, so in meiner Art und Weise. Ne? Ich liebe Charaktere, ich liebe aber auch straight through, ne, Puristen im Wrestling. Und ich glaube, der Kontrast macht's. Ne? Also zum Beispiel, auch wenn du schaust bei uns so aus der Schule, du hast so einen Babyface, Nick Schreier, der überall beliebter Highflyer ist. Du hast aber auch solche Charaktere wie den Cerritus, der ein komplettes Kontrastprogramm darstellt. Ne? Und beides hat seine Berechtigung im Wrestling. Ich habe eine Frage. Wo liegt das Klappmesserviertel? Das ist tatsächlich in Thüringen. Ernsthaft? Ich dachte, das wäre eine Erfindung. Nein, das ist tatsächlich eine harte Straße, wenn man so will. Und das ist tatsächlich existent. Und das ist auch der Bereich, aus dem sich Cerritus zuordnet, wo er herkommt. Und ja, und das sind diese Charaktere und dieses Zusammentreffen zwischen, sagen wir mal, solchen Kampfsportlertypen, aber auch diesen Charakteren. Und ich glaube, diese Differenz und dieses Spektrum macht halt Wrestling eben so besonders. Ist ja auch im Moment so zugänglich wie noch nie. Also auch jede Spielart, die man will. Ne? Wenn mir zum Beispiel sowas wie so ein Tournament of Death vorsetzt, da wende ich mich mit Grausen ab. Das will ich nicht sehen. So, da stehe ich nicht drauf. Das hat sicherlich seine Existenzberechtigung. Und wer bin ich, dass ich den Leuten das abspreche? Aber das ist das, du sprichst es ganz gut an. So, du hast ja durch die ganzen Streaming-Services, durch Thriller-TV, wie alles auch heißt, du kannst ja so viel Grad erreichen. Ne? Ja. Ich finde, das ist manchmal schwer, da einen Überblick zu behalten. Und ich finde, es ist auch schwer, glaube ich, als Wrestler da ein Alleinstellungsmerkmal rauszuarbeiten und den Leuten halt zu sagen, so, du musst mich einschalten, weil. Was würdest du denn sagen, warum sollte jemand ein Match mit Lawrence Roman sich ansehen? Knallharte Action, knallharte Unterhaltung. Das ist das, für was ich stehe. Das ist für das, was mein Wrestling-Stil auch steht. Die Sache ist, ich gebe dir vollkommen recht, es ist wirklich die Entwicklung als Charakter, die einen Wrestler ausmacht. Ich glaube, wenn du mich gefragt hättest, oder wenn du die Fans oder die Wahrnehmung gefragt hättest vor 3 Jahren, warum sollte man sich ein Lawrence Roman Match anschauen? Da neben den Charaktermerkmalen schwingt natürlich diese Entwicklung mit. Und das genau ist darauf wollte ich hinaus. Also ich muss hier gar keine Fragen stellen. Genau darauf wollte ich fragen, tatsächlich. Ja. Ja, okay. Aber das macht es halt aus. Also für mich ist, gerade mir ist das immer nie so bewusst, weil man ist oft selber, wenn man Teil des Prozesses ist, ist man total involviert. Man macht sich seine Gedanken, man bereitet sich auf die Matches vor, man bereitet sich auf die Veranstaltung, auf die großen Momente vor, die nicht mal manchmal was mit aktiver Arbeit im Ring zu tun haben mit einem Match, sondern eben andere Momente, die man kreiert. Und man denkt sich immer so, ja klar, man ist so nah an dem Prozess. Und ich glaube, mir ist es bewusst geworden bei Tribe of Champions, als ich Unified Champion geworden bin, dass die Leute, die uns zuschauen, die Leute, die sei es bei WXW Now mit zuschauen, die Leute, die in der Halle sind, die sind genauso Teil des Prozesses. Und für mich war das, natürlich für mich egoistisch gesehen, war das ein Moment, der für mich, sei es in der Karriere, sei es aber auch in meiner Entwicklung, ganz besonders in Erinnerung bleiben wird. Und weißt du, warum er das für die Fans war, wenn ich das an der Stelle mal einfügen darf? Weil dieser Moment nicht künstlich war. Der war organisch, der war herbeigeführt. Natürlich kann man die ein oder andere Storyline-Entwicklung, das kann man immer kritisieren. Haters gonna hate. Aber in dem Moment, wo du halt deinen Zettel ausgepackt hast, gesagt, ich möchte den Titelkampf jetzt, da hattest du die Halle im Sack und das fühlte sich organisch an aus meinen Augen. Das macht es für die Fans aus. Und das einfach mal so meiner Sicht rauszugeben. Ne?
Und ich muss auch sagen, dass die Fans immer Teil dieses Prozesses sind und dass ich dann merke, so, boah, dieser Wachstum, den man selber wahrnimmt, ne, an die Entwicklung, die man auch selber mit beisteuert, die kommt tatsächlich auch an, die wird gesehen, die wird wahrgenommen. Und dann gab es für mich diese riesig große Sommerpause, die fühlte sich so lang an, ne, von dem Titelgewinn bis in Frankfurt, dann zu der ersten tatsächlichen Titelverteidigung Trevor Lee, dachte ich mir so, boah, da ist so viel bei uns in Dresden Wasser die Elbe schon runtergeflossen, dass so viel passiert, wie sagt man, einfach an Abstand zwischen diesen zwei Events, als ich dann tatsächlich gegen Trevor Lee da mein Entrance mit der Musik, mit der neuen Gear, mit dem Titel tatsächlich gefeiert habe und die Reaktion, die da entgegenkam, dachte ich mir so, Wahnsinn, die Leute, sie sind da noch voll drin. Die haben Bock, mich zu sehen, so, ne? Ja, und Ja. das ist gerade nach den letzten 2,5 Jahren, wo ich tatsächlich, um diesen Erfolg zu haben, in der Gruppierung Amboss jedes Schindluder mitgetrieben habe, ist das natürlich stark zu sehen, dass man eben durch diese Charakterentwicklung irgendwie dann auch diese Akzeptanz und Reaktion bekommt, die dann eben auch da bei Shortcut auch stattfand. Ja, ich bin auch deswegen nochmal mit diesem Charakterentwicklung in die Ecke gekommen, weil wir kennen dich ja noch in einer ganz anderen Rolle. Also, ne, wir wollen die Waschbären sehen und so weiter, ja. Das ist aber was, wenn mir einer bei dem, ich habe dich als Waschbär ein einziges Mal gesehen und das war bei der legendären Wrestling Deutschland Veranstaltung im Rahmen des Karats, wo Frank Oh, Fehrmann gesungen hat. Lange, ja. lange her, mit so illustren Namen wie Chase Jenkins und Bruder Chaos. Ja. Und Gott, die dabei waren, reden noch heute drüber. Und wenn ich damals gesagt, mir einer gesagt hätte, hey, der da, ne? 5 Jahre später, Unified Champion, hätte ich gesagt. Ja. Ja. Hast Das du, sind. sag mal, ja, sag. Ja, das. Du verstehst, was ich meine, ne? Ich weiß komplett, was du meinst. Wir haben ja auch so ein aktuelles Beispiel mit Cody Rhodes, dem tatsächlich ja, das Vermächtnis in die Wiege gelegt wurde. Ne? Und als damals dieses Stardust-Gimmick war, hätte man auch nicht gedacht, dass, ne, wenn wir jetzt wieder zurück den Bogen schlagen zu diesen Ja. flashy, over-the-top-Characters, Ja. ich meine, da zieht sich jemand an als Waschbär, schminkt sich das Gesicht, den hast du nicht auf dem Zettel für vielleicht mal den großen Titel gewinnen. Ne? Da Und kannte ich jetzt. Frank Fehrmann auch noch nicht. Da habe ich gedacht, was ist das für ein Otto? Was Ja. macht der denn da? Das ist doch die Hymne von einem Eisbärenclub. Was passiert hier gerade? Ja. Was soll der Quatsch? Ja, Und dann kommt richtig. Chase Jenkins. Also kein Ja. Problem mit Chase Jenkins, aber was? Und das sind eben manchmal die Entwicklungen, die halt Wrestling zulässt, ne? Und das ist Ja. das Schöne daran. Na, ist halt cool zu sehen, wohin dann auch so, man sagt, glaube ich, im Englischen Determination, so diese Hingabe führt. Ne? Und du hast gerade schon mal Amboss angesprochen. Jetzt ist es ja hinlänglich bekannt. Du hast halt in der Gruppierung, sagst du so schön, Schindluder betrieben. Würdest du sagen, du würdest auch ohne Amboss da stehen können, wo du im Moment stehst? Oder sind die ein essentieller Teil deiner Entwicklung? Hundertprozentig. Also ohne Amboss, ohne Dover, Ikarus und Robert wäre der Lawrence Roman, der jetzt hier sitzt, einfach nicht möglich. Sei es privater Natur in der Entwicklung zu dem Wrestler, den ich jetzt bin und auch zu dem Menschen, den ich jetzt bin, sei es aber auch in der, sag mal, in der Entwicklung des Charakters Lawrence Roman, der jetzt Unified Champion ist. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, dass also die Zusammenarbeit gerade mit den drei anderen und dann natürlich in der letzten Phase, vor allem mit Ikarus und auch vor allem mit Robert, ohne die wäre es gar nicht so gewesen. Also ich meine, was sich daraus erschlossen hat, wir sind nach England gegangen als Amboss, wir sind nach Ungarn gegangen als Amboss, wir sind gerade in der ungarischen Szene haben wir Titel gewonnen und auch verloren, aber haben dort auch unseren Stempel aufgedrückt. Dann natürlich in der deutschen Szene, hauptsächlich bei WXW. Wir sind als Amboss auch in Amerika im Rahmen der Wir haben WrestleMania uns gesehen Wochenende da, du erinnerst dich. gewesen. Also da muss man schon sagen, wir haben da auf jeden Fall unseren Stempel aufgedrückt und das war halt vor allem durch uns, hauptsächlich dann in der letzten Phase durch uns drei halt möglich. Und ja, allein die Entwicklung als Wrestler, ne, sei es das Handwerk, sei es aber auch Dramaturgie, Momente kreieren, da konnte ich natürlich gerade von Robert extrem viel lernen und mit Ikarus da auch Tag Team Gold zu gewinnen und zu halten und für ihn als einer der besten Tag Team Wrestler Europas da auch mitzulernen und mich zu entwickeln, sind alles Schritte, die als Charakter Lawrence Roman, aber auch
für mich persönlich im Privaten natürlich mega große Schritte nach vorn machen, auf jeden Fall. Also es war, ich fand es auch total surreal, dass wir beiden uns in Philadelphia bei GCW gesehen haben. So, du stehst dann da habe ich so viele Leute und du denkst so, eigentlich ist das jetzt hier nur eine erweiterte WXW-Show, weil und ich bin jetzt hier 3000 Kilometer von zu Hause entfernt und ich treffe hier Leute, die sehe ich in Bielefeld sonst im Forum. Also war schon komplett irre irgendwie. Und da, ist das dann so, sind das so Momente, du hast jetzt dieses weite Rumkommen angesprochen, sind das Momente, die sich manchmal, wo man sich manchmal so kneift und sagt, sag mal, how did this happen? So, wie komme ich hier jetzt hin? Ist das surreal noch für dich oder nimmt man das mittlerweile so als Teil wahr? Es ist immer wie so eine Batterie, die man auflädt oder entlädt, je nachdem, wie man es sehen will. Also einerseits, es passiert ein extremer Overload an Eindrücken. Ne? Also was man so also am Wochenende manchmal mitnimmt, das ist von dem Match an sich bis hin zu Momenten, die Backstage passieren, bis hin zu lustigen Anekdoten im Auto, wenn man irgendwie 6 Stunden unterwegs ist. Ja, das ist ein totaler Overload an Eindrücken. Und dann kommt man am Montag, Dienstag irgendwie wieder in der Woche an. Am Mittwoch ist man total wieder im Tagwerk. Und dann ist man irgendwie aufs Wochenende, bereitet man sich dann schon wieder vor. Und das geht, also bei mir ist es so, das geht immer so ein paar Wochen gut, wo man einfach nur aufnimmt, 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 ne? Wie so ein Schwamm alles aufsaugt. Und dann gibt es immer so den Moment, wo man einfach mal pausieren muss und sagen muss, so, warte mal, so. Jetzt bekommst du die Veranstaltungsbilder von vor 3 Wochen und dann denkst du dir, boah, das fühlt sich irgendwie an wie letzte Woche, gleichzeitig aber auch schon wie ein halbes Jahr her, weil man so viel aufgenommen hat in dieser Zwischenzeit und es gibt ja keinen Pausenknopf. Also jetzt gerade aktuell mit was WXW für diesen Herbst zum Beispiel im November aufgestellt hat, plus jetzt noch im Oktober, plus die anderen Shows bei anderen Promotern und Ligen, die ich mitnehme, da ist konstant jedes Wochenende ist man unterwegs und die Nacharbeit findet dann bei den Trainingseinheiten unter der Woche im Dojo statt. Da gibt es ja nie einen Ausknopf. Ne? Und da gibt es dann manchmal so Momente, wo man sich dann einfach mal rausnimmt und sagt mal so, jetzt schauen wir mal von außen drauf, was da passiert ist. Ich habe das letztens gemacht. Ich habe einfach mal alles so vom letzten Halbjahr auf den Zettel geschrieben und dachte mir so, hier, na, kleiner Ordner, eine halbe Seite reicht. Zweimal muss ich umblättern, damit dann alles draufsteht. Und dann merkt man so, boah, da ist so viel passiert, da ist so Ja, ich wahnsinnig viel passiert. kenne sowas auch und mich hat es halt, das habe ich ja auch, das mache ich, sage ich auch offen, mich hat das teilweise auch krank gemacht, weil ich diesen Reset-Knopf nicht drücken konnte und einfach mal gedacht habe, jetzt musst du noch was draufpacken, noch was draufpacken. Aber ich habe das jetzt in den Griff gekriegt und unter anderem auch, indem ich Sachen aufschreibe, tatsächlich. Ich schreibe jeden Abend jetzt drei Sachen in mein Büchlein, was gut war am Tag. Das ist cool, das ist echt cool. Genau, ich habe eine Frage, weil du hast gerade erzählt mit langer Entwicklung so. Eine absolute Nerdfrage. Der Satz zu Robert, du hast den Amboss verraten. War es eine Reminiszenz an Walters, du hast den Catch verraten oder wo kam es her? Oh, ich glaube, nee, tatsächlich, es war keine Andeutung da in die Richtung. Es war eher das, was die Grundidee von Amboss damals Ja, war. weil es hat, glaube Reshape, ich. Rebuild. Und ich glaube, diese Werte hatte Robert dann verraten, tatsächlich. Weil es gibt eine Szene mit Walter und wo Robert auch Heel turnt und Walter ihm Backstage sagt, du hast den Catch verraten. Und ich habe gedacht, vielleicht hat man da also ein Callback gemacht, aber da habe ich dieses, da kannst du mal sehen, entweder habt ihr nicht dran gedacht oder ich bin voll Nerd, wahrscheinlich beides, aber. Also, vielleicht ist das aber ein Charakterzug, den Walter damals schon angesprochen hat, der sich dann auch noch in diese Amboss-Weg bis hin zu dem Robert, der Shading. dann am Ende war, vielleicht bis dahin dann reingezogen hat. Hast Vielleicht. du unter Walter Hahn mal trainiert? Tatsächlich war es eher ein Mentoring in der Frage, dass zu der Anfangszeit, als ich damals mit Franz Engel, als die Waschbären bei WXW gestartet sind, plus dann auch die Zeit danach, als Walter noch regelmäßig für WXW aktiv war. Da hattest du meistens Leute, wie zum Beispiel eben Axel, ne, oder Walter, die Backstage dann auch dafür zuständig waren, ne, Feedback zu geben. Das heißt auch, es war weniger, also ich glaube, wir haben mal ein Seminar und ein paar Trainingseinheiten, habe ich mal mitgemacht, aber es war nie jetzt eine aktive Trainingsanwesenheit, auf keinen Fall. Ne? Allein schon durch die Distanz. Essen, Dresden war halt nie das möglich oder war nicht so leicht damals. Ne? Aber es war eher dieses Feedback bekommen, Entwicklung, Ja. Nachbearbeitung nach so einem Match, nach so einem Showtag. Da war
Walter nie so im engen Kontakt mit mir, aber doch, da waren schon Berührungspunkte auf jeden Fall. Aber wenn wir uns über engen Kontakt unterhalten, du hast ein T-Shirt an, muss ich drüber sprechen. Ich muss über Dresden sprechen. Was bedeutet Dresden und Axel Tischer für dich? Oh. Die Antwort wäre, wie lange hast du Zeit, oder? Wie lange hast du Zeit? Oh. Mal gucken, mein Sohn kommt vom Training. Nein, Quatsch. Was soll ich sagen? Axel Tischer ist wahrscheinlich der, ja, der Gründungsvater für ostdeutsches Wrestling und ist dann wahrscheinlich zu dem deutschen Wrestler schlechthin geworden, ne? Gerade in Amerika als erster WWE-gesignter deutscher Superstar dort 2015 rüberzugehen, um dann auch zurückzukommen. Der erste war Und Brakus, das nur am Rande, aber richtig, die ganz Alten richtig. erinnern sich. Oh Ja. Gott. Kennst du den noch? Und das sind so die Sachen, wo man merkt dann so, ne, dann ist er hier herübergekommen und hat die Schule, die er damals überlassen hat, aufgegeben hat die hier wieder eröffnet und teilt jetzt bereitwillig für alle, die lernbereit sind, teilt sein Wissen dort, was er durch selber seinen eigenen harten Prozess dort hinzukommen, erstmal dort zu Ja, einen lernen, ganz sich tollen Charakterzug. Das muss ich an dieser Stelle wirklich richtig. mal sagen. So, das ist ja, sagen wir mal, man würde ja glauben, ich sag's mal so ein bisschen überspitzt provokant, hat er ja eigentlich nicht nötig. So. Weißt du, was ich meine, ne? Ja, Und ich und find's groß. aus diesem langen, harten Prozess dorthin zu kommen, dort sich neu zu erfinden, so viel zu lernen und dann zurückzukommen und auch dieses Zurückkommen zu verkraften und sich was Neues hier aufzuarbeiten Genau, das und meine ich. sich dort nicht auszuruhen auf, hey, ich war bei WWE und ich habe das dort gewonnen, sondern sich zu sagen, okay, jetzt bin ich hier, was kann ich im deutschen Wrestling, was kann ich im europäischen Wrestling beeinflussen, um meinen Stempel aufzudrücken, um Leute, und das ist eine der Fähigkeiten von vielen, die Axel sehr gut beherrscht, Leute auf ein neues Level bringen, neue Leute, alte Leute voranzubringen, auf ein neues Level bringen und zu unterstützen. Und das macht er mit den Talents, die bei uns trainieren. Das macht er aber auch, sei es im Privaten, sei es aber auch im Ring, sei es auch im Training mit den Leuten, die er halt um sich herum hat. Und das ist deswegen auch hier wieder ohne Axel Tischer würde ich hier nicht sitzen. Er als ehemaliger Unified Champion hat mich umso mehr darauf vorbereitet, auf die Last, die Verantwortung, aber auch das Prestige und die Ehre, die da auf einen zukommt. Und das ist, da könnte man stundenlang drüber sprechen. Und das ist für mich, sei zwischenmenschlich, aber auch als Performer einfach derjenige, den man sich als Vorbild, wie sagt man, zweifelsfrei nehmen kann. Ich finde das total interessant, dass ihr, das ist ja auch kein Geheimnis, dass euch so eine Freundschaft verbindet. Ich glaube, man kann sagen, euch verbindet eine Freundschaft, ne? Auf jeden Fall. So, und wie du aber trotzdem auch mit was für einer Begeisterung, du darüber sprichst und wie dankbar du bist, das finde ich total schön. Und das ist was, das sollte man sich unbedingt bewahren. Und ich habe mit Axel ja auch schon einen Podcast gemacht und ich kann das, was du erzählst, ich kann das natürlich nur auf der Ebene, die wir da haben, wahrnehmen. Und also ich habe selten einen derartig höflichen, umgänglichen Menschen gesehen, der so bereitwillig aus dem Nähkästchen plaudert. Aber bei dem musste ich noch weniger fragen als bei dir. Der war bei einem Wort gegeben und der hat 45 Minuten geredet. Aber nicht irgendwie durcheinander, sondern total fokussiert, total gezielt. Richtig, richtig gut. Und Und ich glaube, in dieser Beziehung ist es oft halt so, dass wir manchmal auf dem Weg von, sei es, das passiert ja oft genug, von Oberhausen nach Hause im Auto sitzen, 6 Stunden Zeit haben. Ja, und dann, ich meine, dann kann man eben so einem Karat-Wochenende, kann man dann eben auch mal, ja, nachreflektieren. Und wenn man jemanden wie Axel Schiller dabei hat, dann ist das natürlich, dann ist da der Lernprozess, den man auf so einer normalen Autofahrt hat. Wo es natürlich auch oft um Spaß geht und einfach nur, aber auch da nimmt man noch so viel mit. Und ich glaube, das ist so diese Symbiose, die irgendwann zu schaffen, so ein kompletter Performer, als auch so ein kompletter Mensch zu sein, der sich dann aber natürlich immer in beiderlei Rollen entwickeln muss, weitergehen muss. Ich glaube, das ist so ein Charakterzug, den sich zu entwickeln, schadet nie. Sei es persönlich, sei es professionell. wann sehen wir euch gegeneinander in dem Wegsfering? Hoffentlich bald, Ich weil hoffe auch, also. für mich ist natürlich jetzt gerade auch der Moment, ich bin der
Dritte aus unserer, sagen wir mal, aus unserer ostdeutschen Bubble, der WXW Unified Champion ist, neben Ilja, neben Axel und jetzt ich. Mit Ilja werde ich mich so schnell jetzt nicht messen können in einem WXW-Ring. Schwierig. Aber mit Axel wäre das möglich und ich hoffe, dass das zeitnah auf jeden Fall. Also hier, Axel, auch an dich, wenn du die Eier hast, gegen mich zu kämpfen, verteidige ich meinen Titel gern. Ultimate Challenge. Und wer hat es erst Und ich erst glaube, er geschafft, wäre das immer offen und Bringe? bereit dafür. Ja, sehr geil. Kommen wir mal zu Challenges. Dieser Podcast erscheint ja in der Woche vor dem Tech Festival und unmittelbar davor. Es steht hier Peter Dihani gegenüber und ihr beiden habt ja auch eine lange Beziehung zueinander. Ihr habt mehrfach in anderen Rollen gewirkt und ich fand es total spannend. Ich habe es mit Peter auch besprochen. Ist es für dich auch so ein bisschen so das Gefühl, dass ihr beim Karat-Finale die Rollen getauscht habt? Da schon? Oder zumindest Foreshading gemacht habt? Weil Auf jeden du Fall. bist ja als Bösewicht eigentlich ins Karat gegangen und hast ja in dem Karat für mich zumindest oder auch für viele andere, die es gesehen haben, die Entwicklung doch zu einem Publikumsliebling gemacht, zu einem Ehren, zu einem Fighting Champion. Und Peter hat halt gemerkt im Finale, scheiße, ich komme da nicht weiter und jetzt werde ich halt mal ein bisschen, greife ich mal zu ein bisschen unlauteren Methoden. Ist das für dich auch so empfunden, dass ihr da so ein bisschen die Charakterpole gedreht habt? Man hat es schon gemerkt, tatsächlich. Ich bin, muss ich sagen, durch dieses Karat, es war hart, es war aufregend, aber ich bin da gut durchmarschiert und ich habe das gemerkt, mit jedem Match, sei es gegen Oscar, sei es gegen Tanaka, sei es dann gegen One Cold Manders, der mir gerade noch mal am letzten Finaltag alles abverlangt hat, da muss ich sagen, ich bin mit jeder Performance zuversichtlicher und stärker, auch körperlich abgeschlagen, aber trotzdem mit einer größeren mentalen Stärke in dieses Finale reingekommen. Und ich glaube, das war mein Vorteil. Und ich habe gemerkt, Peter hatte mit jedem Match hat er zu tun gehabt. Und ich glaube, er war nicht bereit für dieses Finale, wie ich es dann an dem Tag dort war. Und ich Genau glaube, darauf will ich hinaus. damit dann diesen Eingeständnis, dritter Karat-Teilnahme, dreimal sich den Platz da irgendwie erarbeitet, um da drin zu sein. Und dann scheitert man wieder so kurz vorm Ziel. Ich muss sagen, diese Frustration kann ich verstehen. Denn gerade auch für mich als Lawrence Roman, als Waschbär, hat sich auch nie größer was, wie sagt man, Angeboten. geboten. Und wie wir sehen, ist Peter irgendwie in dieselbe Falle geraten, die dann auch für mich Amboss dargestellt hat. Ne? Weil jetzt hat er sich mit Leuten zu tun, wie sagt man, ja, abgegeben oder sich zusammengetan, die nicht mal für dieselben Werte stehen, was uns als Amboss immer geeint hat, waren dieselben Werte für Reclaim, Reshape, Rebuild. Aber er hat sich dort kaufen lassen für ein Versprechen, was das auf Papier vielleicht irgendwie anfechtbar ist, aber inwiefern ihm das jetzt bei World Tag Team Festival tatsächlich näher an den Titel heranbringt, Lass uns keine da Ahnung. gleich nochmal zukommen. Und ich fand sogar bei dem Karat-Finale, und das habe ich auch mit meinen Podcast-Kollegen besprochen, als wir es gesehen haben, das Finale, habe ich gesagt, die Art und Weise, wie das Match von euch beiden erzählt war, da gab es Shades of Bret Hart gegen Stone Cold Steve Austin, Double Turn. Ich fand es ein bisschen, es war das Erste, woran ich gedacht habe, war WrestleMania 13, gut, da hat keiner im Sharpshooter blutend aufgegeben, aber es war so ein bisschen, ich fand es von der Match-Struktur oder wie ihr das erzählt habt. Kannst du nachvollziehen, wie ich das meine? Ich meine, es war eine große Aufgabe, also generell dieses Karat erstmal ja, zu überstehen, da reinzukommen und dann aber auch noch einen Moment mitzugeben, der an dem Tag ja nicht zu Ende war. Ne? Also wenn ich mir überlege, dass viele Karat-Sieger diese Trophäe mit nach Hause nehmen konnten und dann hat sich daraus dann Contendership etc. entwickelt. Für mich ganz klar hat sich natürlich die Contendership entwickelt dahingehend, dass ich für Robert meine Titelchance mir erkämpft habe. Im Umkehrschluss hat sich aber auch was ganz Neues aufgetan und das war die Geschichte, die mit mir und Peter weitergeführt wird. Und er sich mit Shotcut natürlich jetzt das ultimative goldene Ticket erkämpft, kann man ja Nee, nicht wirklich sagen. erschlichen, erschlichen. Erkämpft kann man nicht sagen in dem Falle. Nichtsdestotrotz, auf Papier, und vielleicht sind das diese Bürokraten um Vorwerk herum, die eben genau das möglich machen. Aber im Endeffekt, ja, sage ich mal so, ist das jetzt eben sein goldenes Ticket. Und
Aber die Aufgabe, die mit dem Karat einherging, nicht nur ein starkes Finale hinzustellen, sondern eben auch ein Finale hinzustellen, was ganz neue Richtungen für uns beide Und sozusagen so meine ich das. ausbreitet, das war schon nochmal zusätzlich Da eine ist die Kohle auf Saat der Hand. gelegt worden, ne? Ja. Das muss man klar sagen. Okay, was tut Lawrence Roman, damit er nach dem WTTF immer noch Unified Champion ist? Alles. Das Schöne Und? ist, ich bin jetzt unabhängig. Ich kann Verlust und Sieg nur noch mir selber sozusagen ja, mir selber zuschreiben. Das macht es nicht unbedingt leichter, weil ich weiß, dass ich jetzt in der Unterzahl bin. Ich habe niemanden an meiner Seite, außer natürlich Publikum und Unterstützung meiner Leute auch Backstage. Peter hat natürlich, muss man ganz klar sagen, der hat jetzt seine Vertragspartner, wie man es auch mal nennen will. Das heißt, ich habe jetzt eine ganz andere Situation, Rücken zur Wand, aber ich glaube, als Champion ist das immer so. Berühmte Zielscheibe auf dem Rücken. Richtig, aber ich glaube, Peter wird nicht an meinen Rücken rankommen. Das ist das Wichtigste. Okay. Wenn wir jetzt mal wieder so ein bisschen weggehen, wir wissen ja jetzt, dass du, oder du sagst ja auf jeden Fall, du stehst noch als Champion da. Wir haben Axel Tischer angesprochen. Darf jeder kommen? Oder hast du spezielle, wo hast du Wunschgegner? Es darf jeder kommen. Und ich weiß auch, ich habe das schon jetzt im Vorfeld auch schon gesagt. Das ist zum Beispiel auch im Vlog zu sehen. Robert, wenn er Lust hat, wenn er sich traut, wenn er irgendwann wieder aktiv in den Ring steigen wird, dann hat er auch noch tatsächlich eine Rückkampfklausel, die er einlösen kann. Und allein schon dafür, weil ich weiß, ich konnte meinen Titel gewinnen, weil er 30 Minuten vorher einen aggressives, hartes, brutales Match mit Peter hatte. Und nichtsdestotrotz will ich meinen eigenen Titelgewinn herunterreden. Aber ich kann auch beweisen, dass ich Robert in einem frischen, hundertprozentig fitten Zustand jederzeit besiegen kann. Okay, das ist auf jeden Fall ein Mission Statement. Das finde ich gut. Klarheit. Gegen wen bestreitet Lawrence Roman das Karat, die Karatnacht 2, den traditionellen Titelkampf nächstes Jahr? Oder gegen wen möchte das Lawrence Roman? Bis dahin wird es, glaube ich, noch so viel Entwicklung in der Wrestling-Welt und in Wrestling Deutschland stattfinden. Ich glaube, ich kann keinen Namen nennen, der mir jetzt einfällt, der da irgendwie stehen sollte oder muss. Ich würde sagen, derjenige, der sich als Nummer 1 Herausforderer qualifiziert, der wird es halt sein. Ne? Der Also Diplomat tatsächlich. lässt nicht aus der Reserve locken. Ich habe es jetzt Der versucht. Lockerroom ist so voll mit so vielen Talenten und mit so vielen Möglichkeiten. Ich meine, ich sag mal so, Mike DiVecchio, ich hatte noch nie einen Einzelkampf gegen ihn. Na, das ist zum Beispiel auch Bock so ein drauf. Gegner, den man fürchtet, aber wo ich weiß, ich hab das Toolset, um mich mit ihm zu messen. Natürlich einen Axel Tischer, natürlich so viele andere, die da auch stehen. Und wer weiß, was in einem halben Jahr passiert, und wir sprechen ja über Charakterentwicklung, wer dann der Charakter plus der Nummer 1 Herausforderer ist, um halt neben dem Karat-Finale im größten Main Event für europäisches Wrestling zu stehen. Nichtsdestotrotz Charakterentwicklung, wir wissen ja auch noch nicht, wie sich dein Charakter entwickelt. So, also es sind noch viele Unbekannte. Das freut mich sehr, dass du da so auch die Leute so ein bisschen unklar lässt, aber trotzdem irgendwo sagst, ey, kann kommen, wer will, ich bin ready. Das ist cool. Also da sind wir wieder bei Determination. Ne? Gibt es jetzt mal wieder mal kurz vor, weg oder zum Ende hin, zum Weg vom Wrestling, weil wir plaudern schon fast ein Stündchen. Eine Dreiviertelstunde ist traurig, finde ich total schön, weil die Zeit ging so schnell vorbei. Ja. Gibt es noch Raum für andere Dinge außer Wrestling und Brotjob bei dir, wie du dich ablenken kannst, wie du dich runterholen kannst? Oder wo andere Interessen, die du so hast? Ja, tatsächlich, es findet viel Training statt. Ne? Gerade, ich muss tatsächlich sagen, Wrestling ist halt ja, treibender Aspekt in meinem Leben. Ne? Also für mich sieht neben dem Unterwegssein ist vor allem natürlich ein Leidenschaftsprojekt, was jetzt ja, ganz großen Raum einnimmt, ist das Sportcenter Dresden. Das ist sozusagen die Trainingsschule, die Franz Engel, Axel Tischer mit aufgemacht haben, in der ich sozusagen auch als Trainer mit involviert bin. Das heißt, sei es Training geben, sei es selber Training wahrnehmen mit Axel zum Beispiel,
Dojo-Shows veranstalten, vorbereiten und jetzt gerade die Möglichkeit auch durch mein Wissen, was ich mir aneignen konnte, in der Zusammenarbeit eben zum Beispiel mit Robert, aber auch mit Axel, sind das zum Beispiel auch Sachen, die jetzt ganz klar ganz für mich ganz oben mitstehen, ist die Entwicklung, die Hilfe, die Bereitstellung an Ressourcen, sei es Wrestling-Training, sei es aber auch Vorbereitung auf die Dinge, die im Wrestling mit einhergehen, für jüngere Wrestler, für vielleicht nicht immer altersbedingt jüngere Wrestler, aber die noch ein paar Schritte vielleicht sozusagen zurück sind, die dann eben mitzuziehen, anzuspornen, anzustacheln. Das heißt, daneben viel Training, eigenes Training, sei es im Fitnessstudio. Was ich aber auch gern zur Streuung mache, ist mal die PlayStation anschalten, mal eine Runde Game. Gerade zum Beispiel Star Wars Outlaws ist für mich gerade als Star Wars Nerd total wichtig, immer mal anzuspielen. Und die ganzen enttäuschenden Reviews kann ich nicht teilen, denn ich freue mich, in der Welt bewegen zu können. Ich freue mich da, mit meinem Kleid rumzudüsen. Was für mich ganz wichtig ist, ich habe immer irgendwie einen Griffhalter, kann ich demonstrieren. Ich habe immer irgendwie ein Buch in der Nähe. Ich lese total gern. Ich habe immer ein Buch auf Roadtrips dabei, weil irgendwann ist das Handy langweilig, der Akku ist alle. Und Buchlesen gibt einem nochmal eine ganz andere Zerstreuung, eine ganz andere Fantasie. Ich darf dir Astrobot empfehlen auf der PlayStation. Das ist von Sony eine eigene Entwicklung, richtig? Jump and Run à la Mario, ja. Ist wirklich super. Ich spiele es im Wechsel mit meiner Tochter und ich kriege die kaum von der Konsole weg, meine Tochter. Tolles Spiel. Sonst auch Wukong, Black Myth. Ja. Ist auch toll. Mit diesem, dieser Heldenreise mit dem Affen, der da, ne, weißt du, im Fernost, hast du wahrscheinlich auch schon gehört, ne? Gehört, ja, aber noch nicht. Muss ich mal stören. Aber Astrobot ist super, also tipptopp. Okay, ich mache zum Schluss immer gerne so eine Art Schnellfragerunde, beziehungsweise ganz kurz eben so ein paar Kleinigkeiten. Mich würde nochmal interessieren, frage ich fast jeden, dein Lieblingsmatch, was du je bestritten hast, name, wenn du drei sagen würdest, wo du selber sagst, da war ich mal, ich weiß, Wrestler sind nie ganz zufrieden, aber da war ich mal nah dran am total zufrieden sein. Gibt es da so einen Moment von dir? Ja, die Auswahl wird immer schwieriger, weil irgendwie in letzter Zeit bin ich in der dankenswerten Position, so Highlight nach Highlight auch mitzuerleben im Ring. Banger after Banger after Banger. Das ist eins bleibt für mich immer Dead End 2023 gegen Axel Tischer. Also gerne nochmal anschauen aus Hamburg. Mega cool und gerade wenn es darum geht, vielleicht gegen Axel irgendwann mal wieder demnächst zu wrestlen, wäre das natürlich schöne Matchvorbereitung für mich selber, aber auch für die Fans nochmal zum Anschauen. Also dann natürlich das Finale 16 Karat Gold dieses Jahr gegen Peter. Und ein was mich vor zwei Wochen, jetzt kommt wieder der Sache Zeit, wann war's? Mhm. Ich glaube, es war vor zwei Wochen. Ja, es war vor zwei Wochen gegen Metehan hier bei uns in Dresden. Jetzt geht dem Marcel, meinem Podcast-Kollegen, das Herz auf, weil der hat es heute Morgen in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt und sagt, guckt euch das an. Ja. Hat es empfohlen. Ich habe es für heute Abend tatsächlich auf dem Zettel. Das ist keine Schleimerei, es ist wirklich geplant. Sehr schön, weil für mich dieses Match hätte ich gern, ja, kann man sagen, ich hätte das gern auf großer Bühne gehabt. Ich hätte das gern als zum Beispiel Titelverteidigung bei irgendeiner WXW-Show gehabt, bei GWF, wo auch immer. Aber was hier der springende Punkt war, ja, es ist bei unserem lokalen Veranstalter Eastside Revolution Wrestling in Dresden und das Setup ist eine tolle Turnhalle, da steht ein Ring drinne und es geht puristisch einfach nur um Wrestling. Ne? Da hast du keine große Lichtshow, da hast du keine große Soundeffekte, was auch immer. Es geht um die Action im Ring. Und was das Schöne war, es war vor meinem Heimatpublikum, es war in Dresden. Es war tatsächlich in der baugleichen Turnhalle, wie wir damals das Wrestling-Training angefangen haben. Das heißt, diese Halle kennt man irgendwie dankenswerterweise viel zu gut. Und dann trotzdem einen der besten Wrestler Europas im Ring zu haben, der Metehan einfach ist. Und mit ihm dann, weil mich auch einfach eine gute Freundschaft mit ihm verbindet, mit ihm so ein Match in unserem ersten
Singles-Match, was es überhaupt gab, aufeinandertreffen zu können und endlich mit so jemandem mich messen zu können, vor einer Publikum, das auch den Bogen zu schlagen, wieder zu Axel Tischer. Axel Tischer war parallel bei den Veranstaltungen von Pro Wrestling Noah und ProGress in England. Und ich mich da eigentlich in der Position gesehen habe, ja, ich bin hier so ein Stellvertreter, Lokalheld, ne, in Dresden ist immer eigentlich Axel Tischer. So, ne? Und jetzt war Axel Tischer nicht da, jetzt bin ich aber da. Und der Abend kam auch ganz gut ohne Axel Tischer im positivsten Sinne aus, weil auch aus der Charakterentwicklung man jetzt in die Position kommt, dass man eben da auch so angenommen wird. Und deswegen ist für mich dieses Match auch absolute Highlight des Jahres 2024, wenn nicht generell in der Karriere. Ich habe gerade eben beim Nachdenken bemerkt, dass ich bei deinem Match gegen Tischer in Hamburg selbst vor Ort war. Ach, Ja. das war das erste Match des Abends, glaube ich sogar, Ja, ne? richtig. Ja, Wir genau. hatten die Information, Leute, wir setzen euch gegeneinander, weil wir wissen, so können wir das Jahr mit einem Knall eröffnen. Und ich glaube, das war es auch. Genau, da kann ich mich gut erinnern, das habe ich gesehen. Ja, schaut es euch an, bitte. So, jetzt haben wir Wrestling abgehakt, Videospiele, Zerstreuung. Du haben wir noch nicht gesprochen. Was ist noch wichtig? Ja, und unterstützt weiter Wrestling, so wie es schon tut. Ich sage das in jedem Podcast immer wieder. Wir sind mega dankbar, in der Position zu sein, das zu tun, was wir lieben. Und das wäre halt nicht ohne Fans möglich. Das heißt, haltet uns die Treue. Es gibt manchmal Momente, wo man vielleicht auch mal ein halbes Jahr, vielleicht auch mal unglücklich von Veranstaltungen nach Hause geht, bitte immer nur im kreativen Aspekt gesehen. Ne? Wenn euch zum Beispiel was auffällt bei Veranstaltungen, was euch gar nicht gefällt, und das ist Organisationszeugs, bitte sprecht das immer gerne mit den Veranstaltern an. Aber es gibt immer Momente, wo man vielleicht manchmal nicht glücklich aufgrund der Charakterentwicklung, der Storyline-Entwicklung sozusagen nach Hause geht. Aber ihr werdet immer sehen, wie es im Leben immer ist. Nach einer Talfahrt geht es auch wieder hoch auf den Berg und da ist die Aussicht umso schöner. Deswegen bleibt einfach dabei, seid interessiert, so wie ihr es jetzt schon seid, weil genau das Gleiche verlangen wir von uns auch. Mein lieber Lawrence Roman, ich hätte kein besseres Schlusswort sagen können. Das war wirklich ganz toll. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese wirklich Danke. launige Stunde. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und von meiner Stelle heißt es dann, bleibt uns gewogen, wie ich immer so schön sage. Und wie gesagt, es erscheint im Form Tech Festival der Podcast mit Lawrence Roman. Wir haben über Peter Tihany gesprochen, über Axel Tischer gesprochen. Und ich persönlich freue mich sehr auf das Match gegen Maro Fuji. Und das wird richtig auf die Fresse. Aber auch auf die Fresse gibt es dann im Main Event von Night 2 mit Richtig. meinem heutigen Gast, Lawrence Roman. Vielen Dank und bis bald. Vielen Dank. Bis dahin. And you're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.